Moin Leute! Die Call of Duty Blackout Beta ist vorbei und jetzt will ich euch erzählen, was mein erster Eindruck ist. Es sollte klar sein, dass alles, was ich sage, mit ein bisschen Vorsicht zu genießen ist, da sich beim finalen Spiel natürlich noch einiges ändern kann. Call of Duty Blackout ist ein Spielmodus im bald erscheinenden COD Black Ops 4 und geht recht strikt und ohne große Änderungen dem grundsätzlichen Spielprinzip von Fortnite oder PUBG nach. Du Eddie, warum soll man denn jetzt überhaupt Blackout zocken? Call of Duty gehört zu der Spielserie, zu der man im Regelfall nicht viel sagen muss. Seit Jahrzehnten bekommt man dort im Grunde immer dieselbe Kost, meist mit relativ ähnlicher Grafik wie im Vorjahr, und der meistgespielte Modus ist Team Deathmatch. All das ist natürlich auch im neuen COD wieder am Start. Genau dieses schnelle, actiongeladene und kurzweilige Gameplay packt Blackout in den Nervenkitzel eines PUBG, ohne dabei in einer Bastelstunde für angehende Architekten auszuarten wie in Fortnite. Es ist tatsächlich einfach komplettes COD-Feeling, aber auf einer riesen Map, auf der die Spieler systematisch in eine gemeinsame Enge getrieben werden. Und ich muss sagen, es ist den Entwicklern wirklich gut gelungen, hier ein spaßiges und solides Spielerlebnis zu zaubern. Warum gerade mich persönlich Blackout anspricht, das kann ich euch erklären. Ich mag die Battle Royale Idee an sich wirklich gerne. Mit nur einem einzigen Leben, der letzte Überlebende von 50 oder 100 angemeldeten Spielern zu sein, ist in vielen Momenten einfach Nervenkitzel pur. In PUBG stören mich allerdings immer wieder die langen Downtimes zwischen den Kämpfen und der Fokus auf Third Person. Es gibt zwar First-Person-Server, allerdings ist das Gunplay wie in fast allen Third-Person-Spielen nicht so, wie man es von einem Qualitätsshooter kennt und erwartet. In Fortnite hat mich zusätzlich zum Third-Person dann immer noch der Bauaspekt gestört. Und natürlich ebenfalls, dass es Third-Person ist. Hier sogar exklusiv. Wenn ich persönlich Battle Royale spielen möchte, dann möchte ich Leute ermorden und nicht erst ein Haus bauen oder versuchen, die Bude vom Gegner permanent in Einzelteile zu zerlegen. Es ist absolut okay, dass das vielen unglaublich viel Spaß macht, für mich ist das nichts. Ich will einfach ballern. Und genau das schafft Call of Duty Blackout, ohne dem Spieler die Option zu nehmen, systematisch und methodisch vorzugehen. Man hat aber auch die Möglichkeit, halt deutlich aggressiver zu spielen, so wie man es halt von Call of Duty gewöhnt ist, da das Movement deutlich schneller und vertikaler ist als in PUBG, man kann viel öfter irgendwo schnell hochklettern oder über irgendwelche viel zu großen Zäune in Anführungszeichen springen und natürlich kann man auch im vollen Sprint heilen oder unter der Deckung durchsliden. Insgesamt dieser Slide-Movement und das Springen ist natürlich doch sehr Call of Duty-mäßig und hat nichts mit einem taktischen und methodischen Gameplay wie in PUBG zu schaffen. Und bisher trifft COD Blackout für mich eigentlich den Battle Royale-Nagel noch am perfektesten auf den Kopf. Bis auf Fortnite haben viele BR-Games allerdings auch noch zusätzlich klassische Probleme wie schlechtes oder komisches Gunplay, schlechte Netzwerk-Performance und wie gesagt auch oft schlechte Performance oder Frames pro Sekunde im Allgemeinen. Das heißt, die Spiele laufen meist auf sehr guten Rechnern immer noch trotzdem ziemlich beschissen. Mit Call of Duty haben wir jetzt so ziemlich das erste Mal einen Vollpreis-AAA-Titel, der einen Battle Royale-Modus anbietet. Und das merkt man auch. Das Gunplay ist gut, das Mouse-Aiming fühlt sich sauber und crisp an und es macht einfach Spaß und man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwie jetzt gestorben ist, weil man nicht vernünftig zielen konnte, sondern einfach, weil der Gegner in dem Fall dann vielleicht besser war. Hin und wieder hatte ich allerdings doch das Gefühl, dass es auch ein bisschen an den Servern liegt. Natürlich reden wir hier immer noch von der Beta, aber am Netcode muss auf jeden Fall noch gearbeitet werden. Das schiebe ich natürlich jetzt so lange nur auf den Beta-Netcode, bis das Spiel raus ist. Wenn dann der Geiz für wirklich solide Serverstrukturen dann wirklich zu groß ist, dann gibt's halt ein Flame-Video von mir. Like, share and subscribe. Ich hatte allerdings auch Probleme mit meinem Internet die letzten Tage und es ist möglich, dass es nur daran lag. Hier wäre ich gespannt auf eure Erfahrungen im Game. Generell muss ich aber sagen, hatte ich die meiste Zeit zumindest gefühlt ein flüssiges und lagfreies Spielerlebnis. Leider muss ich sagen, dass die Grafik zumindest auf dem PC der definitiv größte Kritikpunkt ist. Das Gras sieht furchtbar aus, die Bäume werden manchmal in wortwörtlicher Minecraft-Qualität gerendert und insgesamt sieht das Spiel wirklich recht altbacken aus. Jedoch immer noch besser als viele andere Battle Royale Games. Auf der PlayStation hingegen ist das für ein fast 90 Mann starkes Battle Royale auf einer Riesenmap absolut in Ordnung und grafisch sogar mehr als solide. Und ich konnte zumindest auf meiner PS4 Pro die Konsolenversion mit gefühlt dauerhaften 60 Frames spielen. Hier auf jeden Fall dicker Respekt, auf der Konsole geht das wirklich klar. Wenn ihr also keine Battle Royale Games zockt, weil auf den Konsolen PUBG ungenießbar ist und ihr Fortnite wie ich nicht so feiert, dann empfehle ich zumindest für die PlayStation schon mal Blackout. Ein besseres Battle Royale bekommt ihr vermutlich frühestens, wenn Battlefield 5 rauskommt. Bei mir ist aber selbst auf dem PC natürlich in erster Linie immer das Gameplay entscheidend und da punktet COD bisher absolut. Mein erster Eindruck ist, dass ich sehr positiv überrascht von COD Blackout bin. Ich habe der COD-Serie vor langer Zeit den Rücken gekehrt, da ich seit der Einführung der Peer-to-Peer-Matchmakings in MW2 kaum noch ein COD guten Gewissens empfehlen konnte. Ich weiß nicht, ob die Standard-PvP-Modes dedicated Server haben werden, aber der BR-Modus muss welche haben, denn sowas ist mit Peer-to-Peer, also einem Spieler als Host, weder technisch noch realistisch gesehen zu schaffen.
Sonst müsste ja allein schon der Host immer bis zum Ende bleiben. Und Geduld ist im Internet so ziemlich. Also, gutes Stichwort, Geduld. Ich weiß, das Video darf nicht zu lang werden, ich will euch auch nicht langweilen. Ich werde auf jeden Fall weiter beobachten und vermutlich bei COD Black Ops 4 das erste Mal seit langem wieder zuschlagen und der Serie eine erneute Chance geben. Blackout an sich bringt für mich schon genug frischen Wind rein, ohne auf das klassische COD-Feeling zu verzichten, um mich zumindest so weit zu kriegen, dass ich sage, ich werde mir das Spiel auf jeden Fall zum Release mal angucken. Natürlich ist das grundsätzliche Spielprinzip im Grunde genommen eine Kopie, aber es ist besser umgesetzt und für meinen Geschmack spaßiger als die gesamte Konkurrenz. Soviel zu meinem ersten Eindruck von Call of Duty Blackout und jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt. Und falls wieder mal Langeweile aufkommt, sehen wir uns sicherlich in einem anderen Video. Ich wünsche euch noch ein schönes Leben. Tschüss. Hä? What?